Liebe CEC-Familie, und schön, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zu unserem neuen Vlog, in dem ich im Theorieteil noch mal ein bisschen Werbung für die Bundesjugend machen möchte. Und im Anschluss gibt es ein kleines Frühlingslied für euch alle zum Mitsingen. Das hier ist der neue Flyer von der Bundesjugend. Und wir hatten zum Welttag des Hörens am 3.3. hatten wir eine Infoveranstaltung mit zwei Beisitzern bzw. dem Kassenwart, einer Beisitzerin aus dem Vorstand der Bundesjugend, die für uns einen kleinen Einblick gegeben haben in die Arbeit der Bundesjugend und auch in ihr eigenes Leben. Toll für alle, die dabei waren, schade für alle, die es verpasst haben. Und mir ist nochmal aufgefallen, wie toll die Bundesjugend wirklich ist. Was ist die Bundesjugend? Die Bundesjugend ist eine Selbsthilfegruppe oder Selbsthilfeverband, musste man eher sagen. Aber wie uns die beiden auch erzählt haben, ist das Wort Selbsthilfe immer so ein bisschen eingestaubt. Man denkt bei Selbsthilfe dann an die Leute, die im Kreis sitzen und sich erzählen, was ihre Probleme sind. Aber die Bundesjugend sieht sich als ein Verband für Menschen mit einer Hörschädigung. Das heißt, es ist egal, ob ihr Hörgeräteträger seid, ob ihr CI-Träger seid, ob ihr gar nicht versorgt seid. Also sie setzen sich einfach für alle Menschen mit einer Hörbehinderung ein. Und sie veranstalten einfach bundesweit Workshops, Seminare, Freizeiten und vieles, vieles mehr, um euch als Betroffene zu erreichen, sofern ihr unter 35 seid. Bundesjugend impliziert, dass man irgendwie ein bisschen jugendlich ist. Das heißt, es geht nur bis 35. Und diesen Flyer, wo ihr auch Einblicke in der Homepage bekommt unter bundesjugend.de, zeigt auf, was es dieses Jahr 2020 alles für tolle Veranstaltungen gibt. Und nur um euch ein bisschen Geschmack zu machen, will ich mal kurz durchgehen, was es so gibt. Es gibt einen Fotoworkshop, es gibt ein Inselwochenende, es gibt aber auch eine Kinderfreizeit. Wir werden oft von Eltern gefragt, wo wir die Kinder dann bei Schuleintritt aus der Reha entlassen und sagen, hier, es läuft doch soweit gut. Ja, aber wie kann es denn weitergehen? Ja, genau so kann es weitergehen mit so einer Freizeit. Die geht schon ab 8 Jahren los. Es gibt einen Segeltörn für die etwas Älteren. Es gibt ein Empowerment-Seminar für Schüler, die die Regelschule besuchen. Und vieles, vieles mehr. Das heißt, es ist wirklich für jeden was dabei. Tatsächlich wird auch darauf geachtet, dass alle gut mitkommen. Das heißt, der Einsatz von zum Beispiel digitaler Übertragungsanlage, aber auch der Einsatz von Gebärden oder Schriftsprache als Kompensationsmittel sind hier immer gefragt und immer dabei, weil sie einfach wollen, dass alle mit an Bord sind. Man kann Teil der Bundesjugend werden, auch egal, ob man dazugehören will oder nicht. Also man kann auch einfach Förderer sein, aber ansonsten sich anmelden. Und dann auch für die jeweiligen Freizeiten anmelden und so einfach in Kontakt kommen bei so Freizeiten auch mit Jugendlichen aus ganz Deutschland, vielleicht aber auch bei Mini-Treffs, die sind auch nochmal aufgelistet, die dann eher regional begrenzt sind, auf andere Kinder und Jugendliche treffen, die die gleiche Einschränkung haben wie man selber. Ist etwas sehr, sehr Wertvolles und kann ich nur wärmstens empfehlen. Das heißt, geht doch mal auf bundesjugend.de und guckt, ob das nicht auch was für euch oder euer Kind sein könnte. Genau. Das war an dieser Stelle der kurze Werbeblock für die Bundesjugend. So, und jetzt habe ich für euch, wie versprochen, auch noch ein kleines Frühlingslied mitgebracht. Ich bin mal gespannt, es geht um kleine Käferlein, ob ihr rausfinden könnt, um welche Käfer es sich denn dreht. Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt die Sonnenkäfermama und hintendrein ganz klimperklein die Sonnenkäferkinderlein. Und hintendrein ganz klimperklein die Sonnenkäferkinderlein. Sie haben rote Röckchen an, mit vielen schwarzen Pünktchen dran. Sie machen ihren Sonntagsgang auf unserer Gartenbank entlang. Sie machen ihren Sonntagsgang auf unserer Gartenbank entlang. Sie schauen nach dem Wetter aus. Da wird gewiss ein Gewitter draus.
Erst schaut Papa, dann schaut Mama, dann schaut die ganze Kinderschar. Erst schaut Mama, dann schaut Papa, dann schaut die ganze Kinderschar. Jetzt krabbeln sie aufs grüne Gras, denn da zu tanzen macht viel Spaß. Sie flattern mit den Flügelein und drehen sich im Kreise fein. Sie flattern mit den Flügelein und drehen sich im Kreise fein. Wenn die Sonne untergeht und der Mond am Himmel steht, dann fliegen sie geschwind nach Haus und ruhen sich im Bettchen aus. Dann fliegen sie geschwind nach Haus und ruhen sich für morgen aus. Ich weiß ja nicht, ob ihr rausfinden konntet, um welchen Käfer es sich handelt, aber ich habe ja von roten Röckchen und schwarzen Punkten gesungen. Guckt doch mal, ob ihr so einen Käfer jetzt auch draußen finden könnt. Ich hoffe, das Lied hat euch Spaß gemacht und ihr habt Lust, es auch mal nachzusingen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Vlog. Bis dahin. Tschüss.